Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit einem neuen Charakter. Wir greifen mit Mana Strike an und der pockt durch den Gürtel Meteore. Das habe ich im letzten Part auch schon ein bisschen angeteasert. Und wir können auch mit Nahkampfangriffen, das ist übrigens Fernkampf, mit einem Modifikator. Mit Nahkampfangriffen, die im Fernkampf funktionieren, weiß jetzt auch nicht, wie das gehen soll. Ja, dann auch noch Lightning Blast, was ich auch noch geskippt habe für euch. Jo, und der Guide, den finden wir hier. Und dieser Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Also mal vorbeischauen. Dort auf dem Guide, auf der Homepage. So. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach rechts, aber nur bis zu Lagun. Weil der wird wahrscheinlich noch zu schwer sein. Der Bild ist jetzt nicht gerade so extrem gegen Bosse. Also stark schon, aber ja, es fehlt ein bisschen an Substanz oder an Zähigkeit. Und das müssen wir noch ein bisschen nach oben treiben. Wir haben jetzt im nächsten Level dann noch diesen Helm hier unten. Bis meine Gates. Und wieso habe ich eigentlich hier unten den Balken? Okay, jetzt. Sehr gut. Den wollte ich eigentlich nicht haben. So, Prismatic Gaze macht uns so eine Art, das ist so ein Sammelobjekt, das man einfach mit Hits so sammeln kann. Glaube ich, oder Kritz, ist es Kritz dort? Auf jeden Fall sind es Hits unten beim Gürtel, glaube ich. Ja. Castle Candle. Und genau hier sind es. Directly use a skill, was 40 Mana kostet. Okay. Hab verstanden, wieso ich da nicht so sicher war. Ja, wenn man es manchmal liest, oder, dann hat man es manchmal doch nicht ganz schon im Kopf. Aber ich habe es jetzt erst einmal oder zweimal gelesen. Ungefähr. So. Kann man ja auch nicht immer ganz voll wissen, genau wie es funktioniert. Nach einiger Zeit vor allem. Ich bin jetzt wirklich einen Tag lang, das ist sicher 4-5 Stunden, an diesem Charakter hochleveln. Und es ging sehr zäh manchmal. Es kamen einfach keine Procs mit den Meteoren. Jo. Und ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich habe noch nicht. Genau, also der Bild, der haut schon recht viel Meteore runter. Das ist jetzt ein Proc und es kommen ungefähr 5 Meteore runter. Sehr gut. Und es geht auch manchmal ins Minus-Mana, dann kann man sich einfach nicht teleportieren. Aber jo, das wird dann später auch noch besser. Aber kennt es wahrscheinlich, also ich habe ein paar Builds, glaube ich 2 oder 3 Builds gemacht bei Path of Exile, auch mit Chains to Crit, Chains by Crit, nein, to Crit. Und dort hatte ich auch manchmal, dass ich aber nicht gecritet habe in längere Zeit. Und da nichts passiert ist. So, also, Prismatic Gaze ist aktiv. Wir sehen noch nichts. Wir müssen zuerst einmal diesen vier. Ja, genau. Jetzt haben wir so viele schon. Okay. Interessant. Das tut zum Beispiel ja, die Resistenzen schreddern, die wir verursachen. Und noch etwas dazu. Das ist Spell Damage oder so. Habe ich das richtig irgendwie gelesen? Ihr seht unten ganz viele Wort. Haben wir über 500 habe ich erreicht. Also lesen wir das nochmals durch. Das ist ein komplizierter. Es macht einfach Schaden. Es erhöht nicht irgendwie so Spell Damage oder so. Einfach nur Schaden und wegen der Explosion Schaden. Genau. Jo, und ich freue mich auf diesen Bild. Er wird natürlich immer besser. Also jetzt ist er seit ungefähr 5 Level sehr gut. So. Ich habe eine Freude jetzt. Aber ich hatte lange keine Freude. Auch ihr seht es, wenn ich nur einen Gegner treffe, es bockt einfach kaum. Aber es macht Schaden.
Immersion, das ist das Beste daran. Ich könnte bei Lightning Blast auch einen Node rausnehmen, dass der mehr Gegner trifft noch. Aber es bringt ja nichts. Also es tut einfach nicht gerade so viel mehr Schaden oder so machen. Und verschiedenen Gegnern. Gegner machen zu wenig Schaden an mir. Also lieber auf einen oder zwei Gegner Lightning Blast gehen, dafür mehr Schaden hin und her und so. Ja. Frostbite brauchen wir nicht. Jo, ich habe eine Freude, also ich brauche den okay nicht. Und ja, wir können auch mal Arena machen, aber jetzt gerade nicht, wenn wir noch so squishy sind. Okay, Maze. Und nochmals Maze. Ja, Helf. Machen wir mal Helf und gehen zu dem. Ja. So. Skorpione mal. Die sollten eigentlich so rares spawnen, die ein bisschen einzigartiger sind. Also nicht. Die können auch andere Gegner droppen, aber einfach mehr auf gleiches Niveau. Jo. Aber ist jetzt nichts Wörters dabei. Jo. So. Eben, wir haben mehrere Beats, die wir auch wieder weiterspielen können, so langsam. Aber doch will ich ein Beat nehmen, der einfach die Dungeons machen kann, gut und ausweichen kann und so. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen hochleveln. Ich bin jetzt auch in der Kampagne noch nicht so weit. Anfangsakt 7. Jo. Aber der Schaden stimmt schon, also mit denen motiviert es am meisten weiterzumachen, deshalb mache ich den auch weiter. Ist ja klar. Ich will ja euch auch motivieren und nicht demotivieren zum Zuschauen. Und ich selber will ja auch nicht demotiviert sein. Nur weil ich einen Charakter oder eine andere Klasse irgendwie ja, spannender finde oder so. Ich will die durch. Also ich will auf effizient mehr machen. Das mache ich mir schon gut auf effizient. Nur ich spiele halt alleine und es geht halt eigentlich ziemlich lange, wenn man alleine spielt. Ihr dürft gerne mit mir zusammenspielen. Mal im Discord anschreiben am besten. Oder auf YouTube. Dürft ihr gerne mal mitspielen. Ist aber natürlich schwer, weil viele sind nicht motiviert, weil es nicht richtig funktioniert. Oder einer wird immer weiterkommen im Spiel und der andere wird keine Bonis bekommen. Keine. Das ist echt frech vom Entwickler, oder? Ich bin echt sehr enttäuscht 2023. 2022 war ich noch ziemlich angetan vom Entwickler. Und seit August hat es sich keine Updates gegeben. Bis März 2023 war ich dann schon ein bisschen genervt. Oder wieso machen die Entwickler nicht kleinere Patches einfach rein, die etwas Gutes machen? Es müssen keinen Content bringen, aber einfach gute Sachen einbauen. Können sie scheinbar nicht, oder? Sie wollen einfach die Spiele langweilen. Und doch haben sie im März und im Juni, ich glaube Anfang Juni, nein, Ende, 25. Mai, genau, Ende Mai, doch noch größere Updates gebracht. Aber ich will mehr sehen. Ich will mehr sehen. Ich bin trotzdem immer noch mega motiviert, das Spiel zu spielen. Aber ihr wisst ja, das Spiel stürzt bei mir manchmal ab und ich kann es nicht fixen. Es gibt keine Lösung. Da muss der Entwickler drüber. Und er macht eben nichts. Das ist das Blöde. Ja, was soll man machen? Abwarten und Tee trinken. Einfach spielen. Nicht genervt sein. Ich finde aber toll, dass ihr nicht genervt seid. Also nicht irgendwelche Kommentare schreibt, wie ihr die Entwickler findet oder so. Ihr lässt mich ein bisschen, ja, das reden. Aber dürft gerne ein bisschen auch mit mir reden auf Discord. Gibt alles mal. Aber ich bin jetzt momentan echt nicht gerade so fit so gesund. Ich habe sehr starke Rückenschmerzen momentan. Und einfach mein Kopf ist ein bisschen sehr angestrengt durch alle möglichen Sinnessachen, die bei mir sehr stark sind. Jo. Ich bin halt hochbegabt und multitaskingfähig. Dann wird alles so ein bisschen
reagieren. Also Spiele, die lassen mich immer mega in Ruhe. Es ist wirklich toll, wie ich die Spiele einfach gut oder sogar besser spielen kann als andere Spiele. Und ja, ich freue mich einfach immer wieder drauf, wenn ich dort auch einschaltet und ja, ein bisschen Spaß bereitet. Wenn ich Motivation habe. Aber ich habe gut Motivation. Aber Erfolg kann ich mit dem nicht haben. Da könnt ihr mir den Erfolg bringen, aber auch nur in bestimmten Sequenzen oder nicht gerade so mega Erfolg oder so. Gut, wir kommen eigentlich schnell vorwärts, das macht Spaß. Man hat große Explosionen, da brauche ich natürlich diese Explosionen. Und ja, ist dabei das zu sehen, also so Feuerwelle und Blitze und so. Sehen sehr cool aus. Ich mag ihn nicht. Bin aber zwar nicht so ein Pro-Kräfte. Also ich habe jetzt einfach beim Leveln gemerkt, die Blocks sind einfach zu klein und zu unregelmäßig. Es machte keinen Spaß, euch da noch ein Video zu bringen. Ich habe lieber ein bisschen schneller gemacht und dafür habe ich so schnell wie möglich noch ein Video vom, ja, Late Game sozusagen, fast schon. Ja, was soll man sagen, einfach After Story Gameplay. Gut. Jo. Die Story kann ich schon weiter noch machen, zeigen. Aber dort bin ich wahrscheinlich eher mehr gelangweilt. Ja, und kann kein Wort aufbauen kann. Also viel Gegnerschaden mal. Ist auch noch so ein bisschen ein Problem vom Bild. Ziemlich gut Bild. Vor allem auch, die sind ein bisschen einfacher, also einfacher nicht, aber sie gehen einfach schneller. Was mit dem ja, Dankenbild. Und in dieser Timeline kann ich ja auch noch den Helm von diesem einen Set für die Fortschritt-Weapons finden. Bin ein bisschen motiviert gerade, vielleicht auch den anderen Bild noch ein bisschen weiter spielen. Es gibt keinen Eissperr-Bild. Ich nehme den jetzt mal nicht mit. Und bald sind wir Level 61. Gut. Take care. So, also, was haben wir hier? Das ist einfach rechts hoch. Ist approached, aber approached. Approached. Ja, ja. Geht. So schwer wird es nicht werden. Schon ein bisschen schwer sein, manche Gegner. Oh, den Schrein möchte ich gerne holen. Laser. Gut. Ja, der wird wahrscheinlich rechts oben sein. Schrein hier noch nicht mehr, weil er aufgeploppt ist. Oh, kleine Gegner. Ja, also es ist nicht so oft, wo das die Meteore runterkommen, aber das ist gut so. Die machen ja mega Schaden. Sollte nicht zu oft kommen noch. Das schmälert halt auch ein bisschen dann die Freude ab großen Gegnern, wenn die sofort tot sind. Müssen jetzt noch nicht so schnell haben. Ihr habt ja gesehen, bei Ragen of Dragons Timeline waren die Gegner dann schon sehr zäh und dann macht es mehr Sinn, wenn das erst dann kommt. So Void-Resistenzen brauche ich noch. Also dieses Prismatic Gaze ist ein großes Boost gewesen.
ein großer Boost und ja, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir Chulra schaffen, um Legendaries herzustellen. Aber haben wir hier, da, nein, haben wir nicht, hier haben wir auch nicht, wir haben, da haben wir ein Legendary Potenzial, okay, wenigstens ein Item, gut. Dann kommen wir wenigstens einen extra Step über. Aber Chulra ist ja auch ziemlich nervig, also da müssen wir immer wieder wechseln. In der Zeit bin ich mal gespannt. Bin einfach nichts blockt, weil wir zu wenig Mana haben. Aber gut, dann jagen wir ihn einfach hinterher. Wir haben einfach unendlich Reichweite außerhalb vom Bildschirm. Ist noch ziemlich gut. Also noch einen hier rein und dann muss ich hier unten Critical Strike Chance nehmen. Ist nur das. Wir sind doch kurz. Nein, nicht hier. Ja, und dann die zwei. Inside, Elemental Damage, Water Retention ist vielleicht ein bisschen besser, Spell Multiplayer, solange wir genügend Schaden haben. Manche sagen, ja, Critical Strike Multiplayer ist besser, aber wir können einfach aus, also abwechseln, oder? Ja, machen wir das abwechselnd. Das ist beides ziemlich gut, weil Water Retention macht halt einfach sehr viel Defensive. Ja, ich denke beides abwechselnd. Und da brauchen wir noch 5 Punkte in Sprit zu setzen müssen. Ja, ich bin jetzt in letzter Zeit sehr gut an meinem Game weiterentwickeln. Aber es sind so viele Texturen und die will ich zuerst haben, bevor ich da irgendwas zeigen möchte. Jo, wird natürlich ein Hardcore-Rollenspiel, also nicht gerade so ein einfaches in Sachen Simulation von einem Leben, oder? Es wird sehr schwer sein. Aber sonst, dass ich irgendwie so ein billiges Zeugs mache, muss ich lieber etwas Heftigeres. Bin gespannt, wie es dann findet. Das ist so mit KI und so, brauche ich noch einige Zeit. Texturen eben auch. Ich will halt ein zweites Gothic 1 machen. Gothic 1, Gothic 2 nach des Rahmen, Gothic 3 so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht auch mit neuen Features und so weiter, aber okay, für den Multiplayer gebraucht. Und halt die Features so aus einem Last Epoch auch. Item-System und so. Ich auch schauen, dass. Das kann ich ja nicht zeigen. Da brauche ich Konzentration, da brauche ich Zeit. Das kann ich nicht einfach irgendwie so in einem Livestream zeigen oder so. Würde ich gerne, aber da habe ich einfach zu wenig Zeit. Einfach dann, wenn es nicht mehr so schwere Sachen sind. Oder einfach die schweren Sachen immer dann machen, wenn ich nicht Livestream und nicht Videos mache. Dann. So gut zeigen kann. So, ich habe ja auch im letzten Part schon ein bisschen gesagt, dass ich da automatisches eine Ancient Weapon benutze, habe ich gemacht jetzt. Und es geht viel besser. Ich habe das immer autoprockt bis Level 50. Habe ich es self-prockt gemacht. Das war wirklich mühsam. Jetzt habe ich ab Level 50 habe ich es jetzt immer Autoblock. Ich habe genug Mana, Regeneration und so. Das geht schon. Ich sollte nicht mehr so viele Exalted Items einsammeln, aber so 12. Intelligenz ist natürlich gut. Jo, ihr müsst nichts anderes machen als stehen bleiben und schießen. Setzen. Ja, da war ein Schrein. Da sieht man manchmal gar nicht. Okay, Fast Speed und so.
paar Sachen auch ausweichen, wie der Boden, der mit dem Stachel benutzt wird. Der Stachelboden vom Gegner. Das sah gut aus, kommen ganz viele Gegner drunter. Ah, der Tapet macht so viel Spaß. Das ist so geil. So. Oh. 219 Increased Elemental Damage. Okay. Nehme ich gerne an. Aber für diesen Bild ist es nichts. Oh, nicht mehr Helf. Ja, Slow ist noch schlimmer. Slow ist manchmal so hart mit diesem Bild. Weil er einfach zu wenig dann droppt. Lieber nicht. Über den erleben die Gegner. Diese Tussis. Ja. Müssen sich in Leben verstecken, ne? Hm. Ich habe ja nicht besiegen. Die Generator sind sehr schlecht gemacht. Sie spawnen immer noch Gegner, wenn sie auch weit weg sind schon. Oder? Und sie hinterher. Ja, sie laufen einfach hinterher, sie stören dann. Lieber die Generatoren auch zerstören. So. Wir müssen irgendwie zurücklaufen. Ah, das ist der am Strand. Wir sind hier vom Strand. Wir müssen also oben durch. Dann müssen wir hier runter. Ich entscheide mich mal oben durch. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. So Teleport kommt. Das ist so cool. Wir haben 30% mehr Leben, wir haben wahrscheinlich noch... Nein, die Dinge haben wir nicht mehr, die Resistenzen, gut. Okay, wahrscheinlich ist er doch... Kommen wir hier runter? Ja. Okay, es ist ein Zwischenweg. Wir hätten beide Wege nehmen können. Unten ist pussyhaft, oben ist... besser gewesen. Oben durch, die Männer gehen oben durch. Und die Frauen natürlich auch. So. Gut. Und das war einfach ganz in der Nähe. Ich habe es einfach nicht so realisiert wegen dem Gegner. Ich gehe immer gerne den Gegner nach, nicht der Quests. Nein, nicht immer, aber manchmal einfach Liebe, um noch ein paar Gegenstände zu finden oder so. Das ist noch ein Gürtel. Na ja, doch. Das darf geben. Hm. Also, dann müssen wir hier Dodge. Sollen die Gegner doch dodgen? Ja, ich freue mich riesig. Also ich könnte eventuell Lagon einmal tanken mit so viel Wort. Das wird schwer. Also ich muss lieber noch ein bisschen leben und so. Ich denke, ich mache auf den nächsten Part auch noch ein bisschen weiter einfach farmen und die linke Timeline und so gleich spielen. Aber zuerst einmal hoffe ich doch, dass ich einfach diesen Helm noch bekomme und vielleicht auch mit dem anderen Bild dann Items suche. Weil, ja, der Bild wird dann schon viel besser sein mit diesem zweiten Set Item. Also, bin ich klar. Also, langsam mit den Animate Weapons, wo wir auch schon recht weit kamen. Aber irgendwie, ja, keinen Bock mehr. Oh.
Mikrofon an diesen blöden zweiten Set an. Okay, jetzt ist leider ein Crash. Schade. Ich hätte mich gefreut, wenn ich das auch noch geschafft hätte vor dem Crash. Ja, Last Epoch, hä? Du bist total Engine überfordert. Also ich sollte vielleicht die Grafikeinstellungen mal wieder ein bisschen runterstellen. Es liegt wahrscheinlich deshalb, dass die Effekte einfach so richtig reinbursten. Also ich tue ein paar runterstellen, da wird nichts irgendwie hässlicher oder so. Es wird einfach nicht mehr so mega glänzen. Aber einfach, dass es nicht mehr abstürzt in nächster Zeit. Es ist einfach nicht gemacht. Also Reflections ist eines, was man eigentlich nicht so sieht. Ambient Occlusion ist eines, das einfach auch hässlich ist. Terra ist gut. Ah, Lightning, genau. Ich glaube, Lightning auf High ist immer noch wunderschön. Und eben da nie auf TAA machen, das tut alles ein bisschen überfordern, überhitzen. Also, wenn ihr jetzt nicht gerade eine Monster-Grafikkarte habt, eine 3070 oder schlechter habt, dann einfach nicht TAA, DXAA machen. Jo, gut. Also, leider diese blöden Crashes. Ich habe bald eben auch noch vielleicht einen guten Job und dann kann ich mir ein Bildschirm kaufen. Der hat aber wenig Reaktionszeit, der hat glaube ich nur 55, so ein 120 oder 140. Das ist einfach so ein bisschen langsamer, dafür ist er mega schön. Also das Bild ist unglaublich schön mit HDR, curved und alles mögliche. Das hat euch sicher sehr gefallen. Also jetzt sehe ich dann zwar das curved nicht. Ich bin nicht gestorben. Hä? Ich dachte, also das letzte Mal, wo es manchmal abgestürzt ist, hat alles gelassen, dass ich die Belohnung auch bekomme. Aber scheinbar nicht. Jetzt schauen wir mal, wenn es wieder abstürzt, dann können wir die Grafik jetzt schnell wieder hochschreiben oder irgendwie noch mehr runterschreiben. Nein, lieber nicht. Liebe Entwickler, fixt dieses Problem doch endlich nach 3 Jahren. Ja, heftig. Aber dass die Gebiete, wo nicht gut laufen, wie dieses Gebiet, das ist ein uraltes Gebiet, das hat einfach noch Performance-Probleme und dann crasht das Spiel, weil zu viel RAM oder so verbraucht wird. Keine Ahnung, wie man das genau, wie so ein Crash passiert oder irgendwas. Aber das ist einfach die Engine, die dann zerfällt. Einfach zerfällt, oder? Crasht, das Spiel crasht deswegen. Oh, das ist der falsche Helm. Ich war so richtig sehr motiviert, als ich das gesehen habe, dass der Helm gedacht ist. Aber leider nicht. Diese Bären, sie heulen so her und so niedlich. Ah, Doppelcast. Gibt's mir. Ja, Feuer gegen Feuer ist halt nicht immer so effizient. So, komm. Leide nochmal Schaden. Nein. Oh, schön. Ja, Pierce-Chance und so gleich nicht. Okay. Ja, das ist die Gegner, Siege-Kollegen, sind einfach so übertrieben viel Leben haben und Resistenzen. Also ich glaube, so viel Resistenzen hat er nicht. Feuerresistenzen, aber er hat schon Feuerresistenzen. Viele Gegner haben aber zum Beispiel gar keine Resistenzen, weil der Entwickler einfach zu faul ist, da Resistenzen überhaupt zu geben. Ist aber auch besser so. Sah man zum Beispiel bei Diablo 2 immer, oder? Da hatte man auch Immunitäten dann am Schluss und so. Das ist schon recht früh im Spiel. Es macht einfach keinen Spaß, gegen unbesiegbare Gegner zu kämpfen und so.
andere Attacke auszuwählen oder die stehen zu lassen. Es war einfach nicht Spaß. Ja, und deshalb spiele ich eigentlich gerne zwei Resurrected. Das nervt einfach. Ich habe keine Freude, wenn ich in einen Albtraum komme. Es demotiviert so sehr Albtraum. Weil man halt andere Spiele auch braucht, um wirklich die Items zu finden. Hier in diesem Spiel findet man ja alles eigentlich ziemlich gut nach einiger Zeit. Also da muss man schon manchmal auch ein bisschen grinden, aber eben so, dass man nicht 50 Tage oder so grinden muss. Vielleicht einen Tag lang oder so. Je nachdem, wie selten natürlich das Item ist. Kommt immer so eine Claykuh, was ist das? Pizza? Wahrscheinlich ein Stier oder so. Das ist natürlich eine Kuh. Die Claykuh! So, nah am Wissen. Ja. Ist gar nicht so ein starker Gott. Ich bin einfach rein. Man kann einfach reingehen. So schön baden. Genau, da haben wir keine Belohnung mehr. Gut, also, wir sind hier angekommen. Kriegschance ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich habe schon recht viel. Feuerball. Ich brauche endlich mal, ich glaube, Lightning Blast. Nein, Mana Strike. Mana Strike und Meteor. Auf der Rüstung. Also Amulette möchte ich, auch wenn da dieser Not schwer ist. Das rare ist mein Krieg schon mal sagen. Es macht so macht Spaß ein Zwiebel. Das ist einfach nur witzig. Man castet fast nicht, aber jede Cast ist ein Block. Ach, dann geht's wieder lange, sehe ich. Was? Das ist schön. Ein Bild, der ein bisschen mehr motiviert. Zufällig ist er. Da haben wir keine Kiste, glaube ich. Und down waren sie, down, down, down. Ja, mal schauen, wie gut der Bild dann noch wird. Eben die Legendary, also es gibt viele Uniques, die wir tragen. Wir haben diesen Invoker Static Touch gar noch nicht gekriegt, das könnten wir auch nochmal. Weil Void Resistenzen einfach nötig waren für diese Relic, wie heißen sie da? Leuchtfeuer halt auf Englisch. So. Wo haben wir denn? Ist ein Ambush? Ja. Ambush. Vielleicht finden wir ja wieder so ein Anchors will ist irgendwas anderes aus dem, ist das heißt Perfection Anchors? Nein, aus einem anderen Game. Jo. Anchors Cow. Es gibt auch ein Game, das heißt Asher's Call. Soll das Asher's Call? Interesting. Ja, Ubisoft hat wieder Probleme. Die haben ja ein neues Assassin's Creed rausgebracht. Oder wir werden es rausbringen. Es hat einfach keine neuen Innovationsding, oder? Es ist nichts Neues, es ist das gleiche wie das letzte Game. Die
entwickeln müssen, halt ein bisschen näher machen. Wollen. Das schaffen sie nur, wenn sie sich ein bisschen anstrengen. Die Entwickler müssen sich ja nicht mehr anstrengen, sie bekommen ja von den Spielen genügend. Ja, das ist halt, wenn sie dann so bis auf die San Riesen kommen, sehr, die müssen gar nichts mehr leisten. Für mich ist das einfach ein No-Go. Ich würde auch mit Fee-Geld noch sehr stark arbeiten. Sehr gut arbeiten. Alleine ist das halt sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich helfen, Cold Resistance. Ah, Void Resistance, sehr gut. Einfach für mehr Crit Chance. Das sind nicht diese, das sind die. Ja, da war auch noch ein Level. Zwei Level? Ja, zwei Level. Okay, leider nichts gedroppt. Ein Asher's Will. So, jetzt gucken wir noch kurz. 36 Minuten. Okay, wir sind drüber. Yes. Hat mir Spaß gemacht, auch noch ein bisschen länger zu zeigen. Also die Videos können auch ein bisschen länger manchmal sein, das ist kein Problem. Und jo, ich tue jetzt einfach immer noch ein bisschen grinden. Zeige euch diesen Boss wahrscheinlich dann wieder. Und bei den anderen, die Ding-Kampagne mache ich auch noch kurz. Ja. Die müsst ihr auch nicht mehr sehen. Die habt ihr auch schon gesehen. Also Akt 8. Nein, Akt 9 kann ich euch dann wieder zeigen eigentlich. Genau. Jo, Crest sogar noch mal kurz. Gut, also dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.